Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, vom 7. Münchner Filmfest. Ich begrüße Sie hier aus dem Hauptquartier des Festivals im Kulturzentrum am Münchner Gasteig. Es sind die letzten Stunden und wir sind live dabei. Es war eine anstrengende Woche. Wir haben ungefähr 100 Filme vorgezeigt bekommen aus 30 Ländern. Dazu gab es jede Menge Feste, wie sie wohl nur in München möglich sind. Ein Kollege von mir hat in diesen Tagen geschrieben, dass Gasteig ähnele während des Filmfestes an einen riesigen Kontakthof, wie auch immer. Wir werden davon berichten, aber natürlich in erster Linie von den Filmen und den Regisseuren, die hier vorgestellt worden sind. Bleiben Sie dabei, wir haben auch Live-Gäste, Regisseure, die hier vorgestellt worden sind, aber auch solche, die eher abwesend waren. Wir werden fragen, warum. Jetzt aber erstmal ein kleiner Exkurs. Mit dem Ende des Filmfests fällt zusammen die Verleihung des Deutschen Darstellerpreises vom Bundesverband der Fernseh- und Filmregisseure. Ein Preis, der sich über die Jahre gewandelt hat. Schauen Sie, welche Eindrücke meine Kollegin Simone Stevens mitgebracht hat. Optisch ist er einer der schönsten Preise in der Bundesrepublik. Der Deutsche Darstellerpreis, eine Nachbildung der Originallatschen von Charlie Chaplin. Zur Verleihung dieses Preises kamen heute Vormittag alle, die in der Münchner Filmbranche Rang und Namen haben. Den bronzenen Chaplin-Schuh für die herausragende schauspielerische Einzelleistung des letzten Jahres erhielt Hannelore Hoger. Für ihre Darstellung der Lea Bertini in dem Fernsehfilm Die Bertinis, Regie Egon Monk. Otto Sander bekam den Preis schon zum zweiten Mal. Diesmal für seine Rolle als Lubowitz in dem Kinofilm Der Bruch von Frank Beyer. Wart mal, Bruno. Ist was nicht in Ordnung? Meinen Namen sag ich selbst, wenn ich will. Das ist Binske, Mensch. Den kenne ich lange. Der besorgt uns das warme Zeug. Er weiß nicht, wozu. Früher ging man alleine bei sowas. Früher hast du dein eigenes Handwerkzeug gehabt. Jetzt haben wir eine Nachkriegssituation. Seit 9 Jahren bist du arbeitslos. Seit 3 Jahren darf ich keinen Unterricht mehr geben. Wovon glaubst du, leben wir? Ich bringe jede Mark, die ich von der Wohlfahrt kriege, nach Hause. 27 Mark die Woche. 45 Mark 80 gehen allein monatlich für die Miete weg. Rechne aus, was übrig bleibt. Wenn uns Papa von dem, was er als Lagerverwalter bei der HLW verdient, nicht dauernd etwas zuschießen würde, hätten sie uns schon längst exmittiert. Und wenn Mama von ihrem Haushaltsgeld nicht dafür sorgen würde, dass bei uns immer noch was zu essen auf den Tisch kommt, wären wir schon lange verhungert. Vor der Preisverleihung sprach Regisseur Dieter Wedel deutliche Worte mit Blick auf das Fernsehen. Richtig und falsch ist. Zunächst, die gewaltige Verbreiterung des Programmangebots ist nicht mit einer Steigerung des Beschäftigungsangebots für deutsche Schauspieler und Regisseure einhergegangen. Ausländische Billigware überschwemmt unkontrolliert unsere Programme. Und bei vielen der verbliebenen deutschen Produktionen scheint der Zug in Richtung Verflachung und Verdummung des Zuschauers nicht nur abgefahren, sondern bereits unter vollem Dampf auf Touren. Der Verflachung des Programms können die Chaplin-Schuhe nicht entgegenwirken. Der Preis wurde 1977 zur Pflege der deutschen Schauspieler eingeführt. Edith Klever und Thilo Brückner waren die ersten Preisträger. Von vielen Seiten wurde diese Initiative der Film- und Fernsehregisseure begrüßt. 1982 gab es zum ersten Mal Preise für den Nachwuchs. Susanne von Borsody und Heinz Hönig. Von da an hielten jedes Jahr 4 Preisträger den Schuh in den Händen. Wir fragten bei Schauspielern nach, was diese Auszeichnung für ihre Karriere bedeutet. Ja, ich finde es also als Preis einen sehr schönen Preis, weil es ein künstlerischer Preis ist und weil die Jury ja sehr achtenswert ist, die den vergibt. Was mich persönlich betrifft, ist es so, dass die Wirkung relativ gering war. Ich habe das Gefühl, man bekommt den Preis. Und das war's da. Und ich habe auch mit Regisseuren schon mal gesprochen, die wissen zum Teil gar nicht, wer den Preis nun bekommen hat. Oder den haben sie nicht gewählt, das wissen sie gar nicht. Oder der Film, für den der Schauspieler den Preis bekommen hat,
die kennt gar niemand, sodass das manchmal ein bisschen willkürlich wirkt. Und das ist schade. Also es müsste mehr von den Regisseuren dann für diese Schauspieler, die den Preis bekommen haben, gemacht werden. Und dieser Darstellerpreis ist sozusagen auch im Grunde mehr oder weniger ein reiner Branchenpreis. Und das ist eigentlich sehr schade. Also die Franzosen zum Beispiel pflegen ja ihren César, wo die wirklich in dollen Abendkleidern auftreten, wo wirklich für die Leute und aber auch für das Publikum wirklich was rumspringt. Nachwuchsdarsteller soll der Schuh vor allem ermutigen und bestärken. Die 21-jährige Dana Wawrowa erhielt ihn heute nach dem Bayerischen Filmpreis und dem Bundesfilmpreis. Auch der strahlende Michael Roll, Sohn des renommierten Kameramanns Gernot Roll, bekam die 7,5 Kilo schwere Trophäe. Also ich hoffe, dass das niemanden mehr erschrickt. Also im Gegenteil, dass ich ja überhaupt Angebote bekomme, weil ich habe wirklich dieses Jahr alles bekommen, was man überhaupt bekommen kann. Und nicht, dass jetzt jemand sagt, die hat ja schon alles, die braucht man nicht mehr, jetzt kriegt wieder Chance jemand anderer. Also ich hoffe im Gegenteil, dass jetzt die Angebote erst richtig kommen und dass ich mir dann wirklich das Schönste auch mal aussuchen kann. Eines könnte ein kleiner Junge heute Vormittag für alle Zukunft klären. Die Schuhgröße des bronzenen Latschen. Nach entsprechendem Vergleich einigte man sich offiziell auf Größe 43 bis 44. Ja, den Preisträger Otto Sander hätte ich jetzt gerne in diesem Raum interviewt. Otto Sander muss aber morgen um 8 Uhr schon drehen, und zwar in Mailand. Deswegen musste er noch die letzte Maschine nach Italien erwischen. Deswegen haben wir das Gespräch vor ungefähr 2 Stunden hier in der Blackbox am Gasteig geführt. Und das sehen wir jetzt als Aufzeichnung.